Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück, meine werten Ladies and Gentlemen, zurück zu Elex. Was ist da unten für ein Mistvieh? Eine Steinklaue mit Totenkopf. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, aber wir probieren's mal. Steinklaue, komm her. Ich brauche Hilfe. Da ist er. Wen hat's anvisiert? Ihn? Bin ich mal gespannt, wie stark hier unsere Kollegen sind. Aber das sieht gut aus. Genau, schön drauf da. Boah, die ist aber auch gepanzert. Dann guck dir das mal an. Sieht schon jeck aus. Boah, da liegt er auf dem Boden. Sehr gut. 240 Erfahrungspunkte. Das hat man doch gern. Da können wir auch direkt mal eben kurz... dürfen wir, ne? Dürfen wir. Wenn das Mistvieh schon tot ist. Ja. Gib uns mal hier das Kraut. Alles, was hier so rumfliegt. Der Ivan wartet oben, das finde ich auch super. Das ist auch noch so ein Ding. Aber stark. Mit Kaya und Ivan fühle ich mich richtig wohl. Jetzt aber weiter. Genau. Erstmal den Teleporter. Angrabbeln. Wir sind nämlich wohl nah. Jetzt sag mir nicht, die leben da hinten in den. Wo leben die denn, sag mal? Die Morkron da. Wo sind sie denn her? Ein junger Schakal. Oh. Ja, super. Er one-shottet ihn. Und nein, den Schwierigkeitsgrad habe ich nicht umgestellt. So, ist das eine richtige Steinklaue? Tatsache. Wahnsinn. Was läuft da hinten rum? Eine kranke Pestratte. Jetzt müssen wir aufpassen, weil... geht das hier gleich ganz schnell nach hinten los. Boah, der hat sie umgeschmissen. Aua. Weil mit so einer Pestratte kommen wir natürlich auch noch zurecht. Aber nicht mit der Steinklaue. Boah. Was ein Weg. Wahnsinn. Der Ivan, der macht das echt gut. Was haben wir hier Interessantes? Ich hasse dieses Land. Hier ist alles so braun. Braun? Ja, skandalös. Braun. So, Ivan, was? Ab hier müssen wir sehr vorsichtig sein. Ach echt? Wieso? Weil in dieser Gegend ein verflucht mieses Vieh haust. Das wäre? Ein Bergtroll, um es auf den Punkt zu bringen. Sollen wir ihn zur Strecke bringen? Bist du wahnsinnig? Das Vieh reißt uns in Stücke. Komm schon, das wäre doch ein krönender Abschluss der Reise. Nicht in 100 Jahren. Ein paar Kreischer erlegen ist eine Sache. Oh, schade. Troll? Oh, nimm mich. Ich hätte keine Freude daran, deine Überreste zusammenzukehren. Okay. Okay. Du hast... kurz vor der... ja, machen wir nochmal neu. Okay, also der Ivan ist netter, aber nicht der mutigste. Oder, ich sag jetzt mal, verrückteste. Ab hier müssen wir sehr vorsichtig sein. Wieso? Weil in dieser Gegend... das wird... ein Bergtroll, um es auf den Punkt zu bringen. Sollen wir ihn zur Strecke bringen? Bist du wahnsinnig? Das Vieh reißt uns in Stücke. Alleine hätten wir auch so oder so gar keine Chance, ne? Dann lass uns weiterziehen, bevor uns der Troll bemerkt. Da bin ich aber erleichtert. Jetzt aber weiter. Es ist nicht mehr weit. Kurz vor der Grotte gehen wir wieder unsere eigenen Wege. Warum? Ich will dich nicht in Schwierigkeiten bringen. Darum ist es besser, wir hängen unsere Reise nicht an die große Glocke. Was? Solange die... solange was? Sehr gut. Ich nehme mal eben das Zeug mit. Der möchte, dass wir uns jetzt trennen? Interessant. Was ich gerade sagen wollte. Ja, das wäre. Du übertreibst. Ich weiß, wie meine Leute ticken. Vertrau mir. Und du gehst auch sicher nicht mehr verloren? Natürlich nicht. Und jetzt hör auf, meiner Mutter Konkurrenz zu machen. Oh, das ist gut. Das merke ich mir. Ich empfehle dir übrigens, Costa einen Besuch abzustatten.
Wer ist das? Unsere Kellerassel, auch Wirt genannt. Was er dir anbietet, schmeckt vielleicht nicht so gut wie das Zeug der Berserker, macht aber satt. Und man kann bei ihm ein paar Splitter verdienen. Wie genau, erklärt er dir dann schon. Ja, okay. Jetzt. Boah, Wahnsinn. Was für eine Kraft hat der Ivan. Wie schnell doch so eine Reise vergeht, wenn man sich in guter Gesellschaft befindet. Ja. Hoffentlich schiebt nur Dimitri Wache. Wenn Marat ebenfalls auf Posten ist, führt das immer zu Problemen. Warum? Nein. Nein. Warum denn immer noch mich? Auf, Stachelrücken, du. Mich kriegst du nicht. Kaya, mach ihn fertig. Ah, easy. Wo war ich gerade? Ah ja. Weil er zu den Resistenten gehört. Du wirst bald verstehen, was ich meine. Resistenten? Also die Mokrons haben noch normale Menschen und resistente Menschen, oder wie? Das muss man einmal verstehen. Oh, was ein Treffer. Ah, schön. Langsam sind wir in Übung. Resistent. Resistent gegen was? Wie viele kleine Viecher hier rumlaufen. Es ist ja herrlich. Zum Glück haben wir das gelernt, dass wir ein paar Trophäen kriegen. Und hier sind wir jetzt richtig. Das ist hier... Oh, das sieht nach einer dicken Bergfestung aus. Okay, hier. Ja, da ist doch mega. Und da hinten habe ich schon einen Teleporter gesehen. Das heißt, wir grabbeln uns hier eben kurz die Ingwerblüte. Ingwer! So, mal eben speichern. Weiter geht's. Genau, weiter geht's. Da sind nämlich noch ein paar Pestratten. Müssen wir natürlich mitnehmen. Da hinten ist auch direkt jemand am Kämpfen. Er hat einen Totenkopf. Aber wahrscheinlich Freunde. Oh, was ist das denn? Warte mal. Lakai? Oha. Da machen wir ja schon ein bisschen Sorgen. Wer ist... Ach, das ist Enya. Ach so. Ja, Moment. Wir speichern hier mal vorsichtshalber. Ich hoffe, wir müssen ihn selbst drauf ansprechen, wenn was ist. Die EP nehmen wir mit. So. Und natürlich auch ganz wichtig, wenn wir schon gerade hier einen Weggefährten haben, den... Oh, ja. Den Kritter können wir noch mitnehmen. Ach, verdammt. Vorsicht. Komm her. Die Erfahrung nehmen wir auch noch mit, bevor so ein NPC uns klaut. Versteht sich. Was sind das denn? Sind das Maschinen oder was soll das sein? Grotte wurde aktiviert, okay. Nicht trödeln. Boah, was ist das denn nochmal? Da erinnert man mich stark ein bisschen. Wir sind da. Oh. Die Grotte. Heimat der Morkons. Leider hast du kein Glück. Marat hält auch Wache. Wird er Probleme machen? Mich werden sie passieren lassen, aber dich? Na, die Chancen stehen 50 zu 50. Bevor ich mich verabschiede, gibt es noch eine Kleinigkeit, die ich dir nicht verschweigen will. Hör mir jetzt gut zu. Unter den Morkons existiert neben den Resistenten und Abwerbern noch eine andere Gruppe. Sie steht für etwas, das einem Großteil meines Volkes zuwider ist. Ich kann dir nicht mehr über ihre Ziele sagen oder wer sie sind. Nur so viel. Du wirst sie finden, wenn du für eine gerechte Sache eintrittst. Aha. Aber jetzt ist es wirklich Zeit, sich zu verabschieden. Mach's gut, mein Freund. Und wenn du mal ein paar Splitter übrig hast, komm mich ruhig besuchen. Gerne. Wir sehen uns. Ach cool, das mit Ivan ist geklärt. Also wie gesagt, das sieht mir aus wie so ein paar Terminatoren hier aus Neue Stufe. Sehr cool. Aus Warhammer 40k. Was sind denn die Morkrons dann? Ist das so eine Abspaltung gegenüber... Jetzt lass mich nicht lügen, so eine Abspaltung von Menschen und Klerikern?
Weil technisch gesehen sind sie doch ziemlich modern. Ja, wir gehen erstmal zu der Wache. Ich will mich erstmal mit der Wache unterhalten, ob die uns reinlassen. Da gibt es wahrscheinlich einige Informationen da, die wir kriegen können, ne? Also einer von euch ist tot. Halt! Du stehst vor der heiligen Grotte Ravax, Gott des Stillstands. Was ist dein Begehr? Mein Gebär. Ich will mich euch anschließen. Du? Freiwillig? Das ist höchst ungewöhnlich. Und nicht von Belang. Wir wollen keine Neuzugänge. Er soll sprechen. Warum soll ich dir Glauben schenken? Bist du dir überhaupt im Klaren, was dich hier erwartet? Vergnügen und Zeitvertreib liegen uns fern. Arbeit bestimmt unser Leben. Arbeit und Schmerz. Ich scheue keine Arbeit. Deine Worte gelten nichts, bis du sie bewiesen hast. Sei dir bewusst, dass du die Grotte nicht mehr verlassen wirst, wenn uns nicht gefällt, was du tust. What? Oh je, das heißt, wir könnten jetzt in die Grotte gehen und dann kommen wir erstmal nicht mehr raus, ne? Ja, ich weiß ja nicht. Ich weiß nicht. Unter den Umständen gehe ich besser. Tu das. Und komm nicht wieder. Aber hat sich dadurch jetzt irgendwas verändert? Was willst du hier? Warum fragst du das? Er wurde bereits abgewiesen. Es ist meine Aufgabe zu fragen. Du darfst erst passieren, wenn ich mir über deine Absichten im Klaren bin. Wirst du dich an unsere Gebote halten und Ravak zu Ehren deinen Beitrag leisten? Nein. Dann strapazier nicht meine Geduld. Okay, wir werden wieder vor die Tür geschmissen. Aber spielt ja keine große Rolle. Dann lassen wir es erstmal so gut sein, ne? Weil wenn wir jetzt da komplett reingehen, ich finde das sehr interessant. Es ist eine neue Fraktion, was uns da erwartet. Aber wir haben noch ein paar Baustellen offen und ich will mir jetzt nicht im Log alles zumüllen. Versteht sich natürlich, ne? Dann kommen wir mal hier zu dem netten Kerl hier. Hi. Hast du mich also gefunden? Ja. Warum bist du im Vor von mir davongerannt? Na, du hast angefangen, mich auszufragen über Red, über die Berserker. Da habe ich Panik bekommen. Ich dachte, ich wäre aufgeflogen. Es war offensichtlich, dass Red dich geschickt hatte. Und inzwischen dürfte es für dich kein Geheimnis mehr sein, dass ich ein Morgon bin. Oder eher gesagt, war. Was meinst du damit, du dachtest, du wärst ein Morkon? Ich nehme an, du hast mein Tagebuch gefunden. Hast du es gelesen? Ja. Ja, ich weiß über alles Bescheid. Dann brauche ich dir ja nicht nochmal alles zu erzählen. Meine schlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden. Die Morkons haben mich tatsächlich vergessen. Zu den Berserkern zurück kann ich nicht mehr. Und die Morkons erinnern sich nicht an mich. Sie lassen mich nicht einmal hinein. Sagen, sie wüssten nicht, wer ich bin. Was? Ich habe seit Jahren keine Rituale mehr für Ravak abgehalten. Ich sehe aus wie ein Berserker, rede wie ein Berserker, hatte eine gute Arbeit und wurde respektiert. Und jetzt sitze ich hier, heimatlos. Aber das lässt sich doch ändern, oder nicht? Gibt es keine Möglichkeit, wieder bei den Morkons aufgenommen zu werden? Keine Chance. Ich habe alles versucht. Alle, die ich bei ihnen kannte, sind tot. Ich wollte mich sogar gefangen nehmen lassen. Nicht mal das wollten sie. Hä? Weil ich ein Spion der Berserker sein könnte. Zarina persönlich hat mir anscheinend den Zutritt verboten. Zarina? Ich hätte Glück, dass sie mich nicht sofort hinrichten, sagten sie. Nein. Ich muss mir was anderes überlegen. Kannst du nirgendwo anders hin? Ich dachte, ich versuche mein Glück bei den Outlaws. Ich weiß einiges über die Morkons und die Berserker. Vielleicht kann ich mir mit diesen Informationen ihr Vertrauen erkaufen. Bei den Klerikern kann ich das wohl vergessen. Die lassen sich auf solche Deals eher nicht ein. Ja, glaube ich auch nicht. Und bevor ich zu den Alps gehe,
werde ich lieber zum Einsehen. Hast du eine Idee, was ich jetzt machen könnte? Oh, ja. Ja, was machen wir denn jetzt? Also ich werde bei Red ein gutes Wort für dich einlegen. Das heißt, wir holen ihn zurück. Dann hätte er sein normales Leben wieder. Aber wer weiß, ob das gut geht. Ne? Red ist echt eine Ratte. Du solltest dich im Vor nicht mehr sehen, also nicht mehr blicken lassen. Wir können ihn fortschicken. Ich kann dich mit deinem Verrat nicht davonkommen lassen, ihn töten. Also töten ist auf jeden Fall gar keine Option. Und bei Red ein gutes Wort einsetzen? Ah. Oh. Also ich würde sagen... Du solltest dich im Vor nicht mehr blicken lassen. Ich hatte auch nicht vor, zurückzugehen. Hast du einen Vorschlag, wo ich hingehen sollte? Ja, was hältst du von den Alps? Gar nichts, ne? Was hältst du von den Alps? Zu den Alps? Ich? Auf keinen Fall. Da lasse ich mich lieber von den Morkons hinrichten. Hast du eine andere Idee? Ja, also die Kleriker würden ihn aufnehmen. Hauptsache, ich muss dich nie wiedersehen. Also, wir haben die Möglichkeit Kleriker oder Outlaw. Wenn wir jetzt sagen, zu den Outlaw, könnten wir ihn ja begleiten, oder? Die Kleriker suchen ja immer Leute. War das nicht so? Oder doch? Ich denke, die Kleriker würden dich aufnehmen. Die Kleriker? Wirklich? Sind das nicht auch so religiöse Fanatiker? Ich weiß nicht, ob ich wieder in sowas hinein möchte. Ja. Sie sind nicht mehr so wie früher. Ich meine... Alles, was ich über die weiß, kenne ich nur aus Gerüchten. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich jemals einem begegnet bin. Aber gut, ich vertraue mal auf dein Wort. Du hast immerhin nur deinen Job gemacht. Ich habe mich ja selbst in diese ganze Scheiße reinmanövriert. Ja. Ich komme da auch wieder raus. Ach, eins noch, bevor ich aufbreche. Wie du vielleicht weißt, war ich mal der Ausbilder der Stadtwache. Ich könnte dir bestimmt das eine oder andere beibringen. Wenn du also was von mir lernen willst, findest du mich bei den Klerikern. So, jetzt gehe ich aber lieber mal los. Wir sehen uns. Ja, Moment, Enya. Was kannst du mir beibringen? Was möchtest du wissen? Okay, der bringt uns jetzt schon Sachen bei. Das ist natürlich nett, ne? Der einsame Wolf, die Ausdauer, brauchen wir alles Konstitution für, ne? Der sechste Sinn, wir sehen die Gefahren, wir können den Nahkampf lernen, wäre vielleicht auch gar nicht so übel. Greife ahnungslose Gegner von hinten an oder füge zusätzlich Schaden zu. Das ist, weiß ich nicht, irrelevant, finde ich irgendwie. Der Schaden mit Handgranaten verbessert sich. Schwere Waffen und schwere Waffenspezialist. Er hat ja eigentlich ein bisschen von den Outlaws geschwärmt, ne? Das ist eine schwierige Entscheidung. Das ist wirklich eine schwierige Entscheidung. Weil die Entscheidung beeinflusst ja, dann auch höchstwahrscheinlich, wem wir uns dann denn auch anschließen. Ich meine, ich habe mir darüber jetzt nicht allzu viele Gedanken gemacht. Ich sehe ja nur, wo wir überall hingehen können. Wir können Kleriker werden, Berserker werden. Wenn wir Berserker sind, können wir irgendwie zu den Outlaws. Da helfen uns die Krallen. Wir stehen jetzt hier bei den Morkrons vor der Stadt. Und auch hier wurde uns gesagt von Ivan, wenn wir uns gut anstellen, dann haben wir irgendwie mehrere Optionen. Alles sehr interessant. Ich werde mir das mal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen mit den Enya, aber ich glaube, vielleicht, gerade weil er auch schwere Waffen lernt, ist der doch eigentlich super für die Outlaws, oder? Ich werde mir das mal durch den Kopf gehen lassen, wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.